Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Baphomets Fluch, wo in der letzten Folge ein Café explodiert ist, während wir direkt davor saßen. Ein Mann wurde getötet, der Mörder selbst war als Clown verkleidet. Und nur wir scheinen den Fall ernst genug zu nehmen, um zu versuchen, den Mörder zu fassen. Also machen wir, was jeder gute amerikanische Staatsbürger bei einem Besuch in einem anderen Land macht. Die Behörden behindern und auf eigene Faust ermitteln. Los geht's! So. Guck mal. Da ist ein netter Straßenarbeiter zum Beispiel. Der muskulöse Straßenarbeiter trägt eine Miene zur Schau, die auf 5 Meter Entfernung deutlich besagt: Lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Wir sind ja vor das Problem gestoßen, dass wir davon ausgehen, dass der Clown unterirdisch geflohen ist. Wir haben aber nicht das passende Werkzeug, um den Zugang zu öffnen und den obligatorischen Kanalisationslevel zu betreten. Also kann uns der gute Straßenarbeiter vielleicht dabei helfen. Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer aussieht. Aber erstmal sehen wir uns hier kurz um. Das Zelt besteht aus Plastikplanen. Außer einem großen Werkzeugkasten ist das Zelt leer. Und was ist in diesem Werkzeugkasten so drin? Ein zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall. Wir können ja jetzt nicht einfach so dran gehen, der gehört ja dem Straßenarbeiter. Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Wer da wohl wohnt? Naja, reden wir erstmal mit dem guten Mann hier. Hi, hätten Sie mal eine Sekunde Zeit? Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Ach, hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Ja, lassen wir ihn. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Oui. So ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Haben Sie den alten Mann erkannt? Non. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard. Was soll das heißen? Ist er tot? Ja. Oh Mist. Jetzt tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern. Zu schlechten meistens. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho, die Typen sind witzig, ey. Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Was soll das denn heißen? Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nichts und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn's anders wäre. Ja, da hat natürlich recht. Hören Sie, ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer. Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Bulle? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Vermutlich nicht. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen? Was? Haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen. Der Clown hat den alten Mann umgebracht? Genau. Hat ihn mit einer Bombe weggepustet, die in seiner Quetschkommode versteckt war. Merde! Aber warum hat er sich als Clown verkleidet? Wer weiß schon, was im Kopf von so einem Killer vor sich geht. Ich nehme an, der hat irgendein tiefsitzendes psychologisches Problem. Oder er will einfach nur auffallen.
Ich muss gehen. Ich halte Sie nicht auf. Schade, dass ich ihn anscheinend erst nach seinen Werkzeugen fragen kann, wenn ich versucht habe, selber dran zu gehen. Dann machen wir das doch. Hey, nix da. Hauen Sie schon ab. Was denken Sie sich eigentlich? Ich habe Ihren Werkzeugkasten bewundert. Ah, oui? Genug gesehen jetzt? Ich warne Sie. Wenn Sie die Kiste anfassen, ramme ich Ihnen die Zähne ins Gehirn. Mon Dieu. Okay, ich hab schon kapiert. Aber wollen Sie damit sagen, dass Sie es nicht eines dieser x-beliebigen Standard-Videospiele, wo ich einfach alle Gegenstände einsammeln kann, die so herumliegen und in irgendwelchen Kisten weggeschlossen sind oder in Schubladen liegen oder sonst irgendwas, weil die ganze Welt nämlich nur darauf ausgelegt und konzipiert ist, sich um mich, den Protagonisten dieser Geschichte, zu drehen und alles andere irrelevant ist? Monsieur? Hey, Sie da. Was wollen Sie denn diesmal? Was ist in dem Werkzeugkasten? Was ist in dem Werkzeugkasten? Als ob Sie das nicht wissen. Ich vermute mal Werkzeug. Was ist an Werkzeugen überhaupt so interessant, ey? Sie sind cool. Werkzeug bedeutet Zivilisation. Was Sie nicht sagen. Das stimmt. Es sind die Werkzeuge, durch die wir uns vom Tier unterscheiden. Wen nennen Sie hier ein Tier? Ihre Sorte kenne ich. Schauen hochnäsig auf mich runter, nur weil ich zur arbeitenden Klasse gehöre. Ich würde Ihnen liebend gerne eine reinsemmeln. Was für Werkzeug haben Sie in Ihrem Kasten? Hä? Sie interessieren sich wirklich für Werkzeug? Klar, wie ich schon sagte, es sind die Werkzeuge, die uns... Ja, ja, Zivilisation und so, das haben Sie schon mal gesülzt. Also, zeigen Sie mir Ihr Werkzeug? Wie bitte? Sie... Och, nun machen Sie schon. Nur ganz kurz. Ich muss arbeiten. Gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Haben Sie ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel hochhieven kann? Ganz zufälligerweise ja. Toll. Leihen Sie es mir mal aus. Nur für eine Minute. Non. Och, seien Sie doch nicht so. Non. Besorgen Sie sich selbst eins. Wo kann man sowas denn kurzfristig besorgen? Lassen Sie mich erklären, was ich mit dem Kanaldeckelöffner machen werde. Lassen Sie mich erklären, was ich mit dem Pickel hier machen werde. Ja, oh, hey, vergessen Sie es. Ich komme wieder, wenn Sie bessere Laune haben. Das hier ist schon meine beste. Ah. Jetzt. Ja. Monsieur, zur Ablenkung vielleicht eine Zeitung? Möchten Sie Pause machen oder so? Auf andere Gedanken kommen, Sie wissen schon. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten. Und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Ist das nicht gegen das Arbeitsschutzgesetz? Damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pft, die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel. Bedien dich. Danke, das ist aber nett. Und da geht er dahin, der nette Mann. Und sein Werkzeug ist unser. Ich finde genau das, was ich brauche. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann. Na dann, frisch ans Werk, Mr.
das Dobat frisch ans Werk. Was wir damit machen, wissen wir ja schon ganz genau. Die Musik ist teilweise ein bisschen aufdringlich laut, oder? Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Wunderbar. Und auf geht's. Bringen wir es so schnell wie möglich hinter uns. Da liegt eine tote Ratte. Nice. Ein glänzender roter Plastikball, der aus unerfindlichen Gründen auf dem schlüpfrigen, mit grünem Schleim bedeckten Boden liegt. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Aha. Wir sind also auf der richtigen Spur, geht doch. Das ist ein nasses, zusammengeknülltes Papiertaschentuch. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Ich sag nur, Das Geländer dient einem ganz einfachen Zweck: Leute davon abzuhalten, weiterzugehen. Und es erfüllt seinen Zweck. Ist das so? Das testen wir selber aus. Und was haben wir jetzt hier? Das ist ein kleiner Stofffetzen, der an einem rostigen Haken festhängt. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Oh, das neue Inventar gefällt mir nicht. Das ist ein Stofffetzen, den ich im Rinnstein gefunden habe. Okay, der Clown ist hier definitiv lang gekommen. Gleich haben wir ihn. Hallo. Bleib genau da stehen. Du Kanalratte. Moin. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Morge! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Ach, oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Nun. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Was gibt es da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher! So wie Sie. Sagt Ihnen der Name Plantin etwas?
Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden, und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Oh, Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel. Wenn den Tretern, werden Sie nicht weit kommen. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt, oder muss ich die Polizei rufen? Ha, wo Sie das gerade ansprechen. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Rosson? Was heißt das hier? Mord dezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Natürlich. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Fangen wir ganz von vorne an und erzählen Sie bitte alles genau so, wie es vorgefallen ist. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie möchten also nichts hören von meinen Erlebnissen in der Wüste? Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich habe dafür gekämpft, dieses Land zu dem zu machen, was es heute ist. Das glaube ich gerne, aber ich bin gerade etwas in Eile. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Ah. Jetzt, ja. Themenwechsel, Themenwechsel! Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Gut. Machen wir mal mit unseren Erkenntnissen weiter. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Ein paar Hinweise gefunden. Die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Was? Warum sollte er das wollen? Um sie auf eine falsche Spur zu locken. Was? Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt, ne, Sir? Nun, gut. Einen letzten Hinweis haben wir noch. Ich hätte da noch eine Frage. Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas?
Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Die Jacke? Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Echt? Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Näherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Ich weiß ganz genau, im Original hat er Zigeunerin gesagt. Ich erinnere mich noch. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Nein! Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Dann bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ich lasse Sie raus. Danke. Ich hoffe, Sie schnappen den Kerl, Inspekteur. Das hoffe ich auch. Das war weitaus ertragreicher als erwartet. Wir haben eine neue Spur und der werden wir gemeinsam nachgehen. Und zwar in der nächsten Folge von Baphomets Fluch. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.